Wir starten damit, die Wade frei zu trainieren, denn die spielt bei Knieschmerzen eine große Rolle. Und dazu nehmen wir die Höhe des Knieretters, die verschiedenen Keile, die dafür sorgen, dass die Dehnung schon vorhanden ist. Wenn du den Knieretter noch nicht hast, legst du einfach statt dem Keil ein Buch hin und stellst dich mit dem Vorfuß auf ein Buch und variierst dann die Höhe, bis es passt. Ich fange jetzt mit dem großen Keil an und stelle mich drauf und gehe jetzt mit dem Becken so weit nach vorne, dass das Becken über meinem Fuß ist und dann muss es schon deutlich ziehen und ich merke, das zieht bei mir noch ein bisschen wenig. Also nehme ich noch einen Keil dazu, dass der Winkel ein bisschen extremer ist, gehe wieder drauf. Ja, jetzt ist es deutlich. Verfahre mit den Büchern genauso, wenn du den Knieretter noch nicht hast. Und jetzt gehen wir praktisch rein in die Dehnung und Millimeter für Millimeter mit dem Becken so weit nach vorne, dass die Wade im oberen Bereich zieht, die meistens auf 9,5 geht. Also knapp unter 10, wo man anfängt gegenzuspannen. Und lassen erstmal das Gewebe ein bisschen nachgeben und drücken jetzt mit dem Vorfuß gegen den Keil, respektive gegen die Bücher, wenn du die Bücher noch verwendest, ja? Und nach dem Anspann wieder loslassen und ein bisschen weiter vorgehen mit dem Becken. Und dann wieder Druck mit dem Vorfuß gegen den Knieretter oder Bücher, loslassen und ein bisschen weiter vor. Und du merkst, es zieht richtig in dem oberen Bereich der Wade. Nochmal nach unten drücken mit dem Vorfuß. Das ganze Gewicht auf dem linken Bein haben, damit die Ferse sich kein bisschen abhebt. Loslassen und wieder ein bisschen weiter vorgehen. Und dann gehen wir langsam raus. Du merkst, wie intensiv das zieht und das macht das Knie von unten frei. Anderes Bein, gleicher Ablauf. Erstmal draufgehen, das Knie voll durchstrecken und jetzt mit dem Becken nach vorne kommen, bis du merkst, mehr sollte es nicht sein. Richtig deutlich den Dehnungsschmerz auslösen. Und schön atmen. Schön atmen. Das Knie vollkommen auf Streckung halten. Und Stückchen für Stückchen weiter nach vorne gehen. Und dann fangen wir auch auf dieser Seite an, mit dem Vorfuß nach unten zu drücken, so als wollten wir uns auf die Zehenspitzen stellen. Und die Kraft wieder rausnehmen und etwas weiter nach vorne gehen. Und nochmal auf den Vorfuß den Druck erhöhen. Falls du merkst, dass die Ferse sich abheben möchte, drückst du einfach mit den Händen nach oben gegen die Wand und dann kannst du dich kein bisschen mehr rausheben. Und hast trotzdem die volle Kraft, die volle Intensität in der Wade. Kraft wieder rausnehmen und noch ein bisschen weiter nach vorne. Und noch einmal. Versuchen, auf den Vorfuß zu gehen. Kraft erhöhen, noch mehr erhöhen. Loslassen und noch ein bisschen weiter nach vorne. Dehnung ein bisschen verstärken und langsam wieder raus. Du merkst, wie das reinzieht. Aber das ist positiv, weil das macht das Knie von unten frei. So, und jetzt setz dich bitte und nimm die Schlaufe oder wenn du die nicht hast, einen Gürtel. Lege die Schlaufe um den Vorfuß. Ziemlich weit oben, dass der Hebel groß ist. Strecke das Knie voll durch und dann merkst du, oh, jetzt hebt die Ferse ein bisschen ab. Und deswegen nehmen wir einfach jetzt einen der kleineren Keile
Und da können wir stufenlos einstellen, dass die Ferse genauso hoch aufliegt, damit Kniekehle und Ferse festen Kontakt haben. Und dann haben wir gute Dehnungsbedingungen und können erstmal anfangen, an der Schlaufe richtig zu ziehen. Und dann merkst du ja, das geht voll in die Kniekehle rein. Da ist der Engpass. Und das ist die meist oder die unbeliebteste Übung eigentlich, weil die den meisten Menschen so schwer fällt. Aber es gilt gerade bei der Übung die Regel, wir verlängern jetzt die Dehnung von der Wade in die Beinbeuger hinein und wir ziehen erstmal richtig zunehmend nach hinten. Auch mal aktiv den Fuß nach hinten ziehen, um das zu verstärken. Und dann drücken wir mit dem Vorfuß nach vorne und mit dem Rücken wollen wir nach hinten und die Arme halten das. Und wir lassen los und gehen ein bisschen weiter mit dem Rumpf nach vorne und wenn es noch geht, mit dem Fuß nach hinten. Immer zuerst den Fuß nach hinten ziehen und dann den Rücken nach hinten ziehen. Also, Spannung aufbauen, Fuß will nach vorne, Rücken will nach hinten. Spannung loslassen und weiter vor. Und nochmal Spannung aufbauen. Fuß will nach vorne, Rücken will nach hinten, loslassen und weiter vor. Und den Rücken mehr oder weniger gerade halten, weil wenn der Rücken rundet, kommt man vielleicht an den Fuß, aber dann ist die Dehnung trotzdem nicht mehr im Knie. Und wir wollen uns ja voll aufs Knie konzentrieren. Und dann langsam rausgehen. Wir wechseln das Bein, machen das Gleiche auf der anderen Seite. Legen wieder so weit den Fuß auf den Keil, dass wir die Kniekehle fest aufliegen haben und die Ferse, dass sie nicht in der Luft hängt und ziehen zunächst den Fuß nach hinten. Schön nach hinten ziehen und nicht den Fehler machen, ohne Schlaufe zu arbeiten, weil dann wird der Rücken rund, um dran zu kommen, bei den meisten Menschen zumindest. Und deswegen unbedingt die Schlaufe oder ersatzweise einen Gürtel nutzen. Und wieder, der Fuß will nach vorne, der Vorfuß, und der Rumpf will nach hinten. Fuß strebt weg, Rücken auch. Fuß will nach vorne, Rücken nach hinten, Kraft rausnehmen und weiter in die Dehnung gehen. Und noch einmal, Fuß will nach vorne, Rücken will nach hinten, die Kniekehle drückt zum Boden, mal ganz aktiv zum Boden drücken, das verstärkt die Dehnung noch, wie du merkst. Kraft rausnehmen und noch ein Stückchen weiter vor. Und dann nochmal, Fuß will nach vorne, Rücken will nach hinten, Kraft steigern, noch mehr steigern und noch mal weiter vor, noch mal weiter in die Dehnung reinatmen und langsam wieder raus. Ich tue meinen Stuhl hier hinter. Jetzt entweder, wenn du sehr kurze Waden hast, die beiden kleinen Teile oder die beiden kleinen aufeinander und das große daneben, das hat dann die gleiche Höhe. Wir stellen uns drauf, kommen schön in Vordehnung, indem wir mit dem Becken nach vorne gehen. Und Achtung jetzt, den Stuhl benutzen, damit das Gesäß nicht nach hinten ausweichen kann und im Hohlkreuz mit geradem Rücken nach vorne gehen. Und dann merkst du, oh, 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 das zieht jetzt von unten, von der Ferse bis hoch ans Sitzbein den ganzen hinteren Strang auf. Und auch das müssen wir genießen. Das fühlt sich heftig an. Bleib unter 10. Weißt ja, unter 10 ist es die Intensität, in der du gerade noch ruhig atmen kannst und dich nicht negativ gequält fühlst. Ein positives Gequältsein darf sein, das ist der sogenannte Wohlfühlschmerz.
Und dann gehst du immer weiter praktisch nach unten. Du darfst aber nicht mit dem Gesäß nach hinten gehen, weil dann nimmst du die Vorspannung aus der Wade raus und da ist die Übung nur noch ein halb so viel wert maximal. Immer weiter reinarbeiten und jetzt ruhig mal ein bisschen Druck geben mit dem Vorfuß. Loslassen, weiter rein. Und nochmal Druck geben mit dem Vorfuß. Und loslassen und weiter rein. Und nochmal Druck geben. Loslassen und weiter reingehen. Und dann langsam wieder zurückkommen. Schlenke mal die Beine ein bisschen. Ich bin sicher, du merkst schon, dass die sich lockerer anfühlen, die Knie. Und jetzt machen wir Folgendes. Jetzt geht es um die Vorderseite. Jeder Mensch sollte ein, zwei Minuten locker so sitzen können. Wenn du es schon kannst, dann setz dich so hin. Und ansonsten, wenn du merkst, das geht ja überhaupt nicht, dann legst du was unter. Dazu eignen sich auch der Knieretter. Dann ist es vielleicht die Höhe. Oder du merkst, das geht ein bisschen tiefer und dann nimmst du so viel raus, du kannst auch ein Polster nehmen stattdessen oder irgendwas anderes, um es zwischenzulegen und arbeitest dich immer weiter runter, bis du eben aufsitzt und wenn du aufsitzt, kannst du auch noch ein bisschen weitermachen, indem du mit dem Becken nach hinten gehst und dann merkst, aha, das dehnt jetzt so, dass es mir langt. Und wenn du in der Position angekommen bist, dann willst du dein rechtes Bein strecken. Streck bitte dein rechtes Bein, lass es los und sink ein bisschen tiefer in die Dehnung. Und drück mit deinem linken Bein, als wollte es strecken. Dein Fuß drückt gegen den Boden. Und lass los und geh ein bisschen weiter. Und auch wenn du viel höher bist, in deiner Position, wo du auf 9,5 bist, ist überall das Gleiche. In den ganzen Winkeln. Jeder arbeitet in seinem Winkel für sich selbst. Und wieder rechts drücken. Und loslassen und etwas tiefer. Und nochmal links drücken. Und loslassen. Und ein bisschen tiefer. Die Rückseite frei. Die Front frei, also von vorne, wo wir jetzt gerade arbeiten. Und dann drücken wir nochmal rechts und wieder loslassen und nochmal links drücken, um den Quadrizeps dran zu gewöhnen, in dieser Länge sich wohlzufühlen und schön flexibel zu sein. Dann kommen wir langsam wieder raus. Jetzt haben wir drei Anteile des großen Oberschenkelmuskels schön frei gemacht. Und jetzt gehen wir darüber hinaus auf den vierten Anteil. Bei Quadrizeps hat er vier Anteile. Wir legen das Knie hoch und gucken, können wir trotzdem noch mit der Leiste den Boden berühren. Wenn das mit der Höhe nicht geht, dann nimm den kleineren Keil oder wenn gar keine Erhöhung geht, dann bleib mit dem Knie am Boden. Und dann greif mal nach hinten, ob du deinen Fuß greifen kannst. Wenn das geht wie bei mir, kannst du so üben. Und wenn nicht, nimmst du bitte die Schlaufe und ziehst deinen Fuß mit der Schlaufe immer weiter Richtung Gesäß. Und auch hier arbeiten wir wieder. Wir strengen das Bein an, als wollte es strecken, halten es aber fest, lassen los und ziehen es weiter runter. Und nochmal. Strecken wollen das Bein, ganz viel Kraft. Der Oberschenkel vorne darf ruhig ein bisschen brennen. Loslassen und weiter ranziehen. Und die ganze Zeit darauf achten, dass die Leiste am Boden bleibt. Und nochmal. Anspannen das Bein. Loslassen und weiter ranziehen. Und noch einmal anspannen, loslassen und weiter ranziehen. Und nochmal schön
das Gewebe, die Muskeln, die Faszien sich an die Länge gewöhnen lassen. Und dann gehen wir langsam wieder raus und legen den Keil oder die Bücher, was immer du jetzt gerade benutzt hast, unter das rechte Knie, bis es passt, und greifen den rechten Fuß, benutzen auch hier, wenn es nicht anders geht, die Schlaufe und fangen an, den Fuß Richtung Gesäß zu ziehen. Wir atmen uns schön rein. Einatmen heißt halten, ausatmen heißt ein bisschen nachgeben und weiter mit der Ferse Richtung Gesäß. Und dann spannen wir an. Der rechte Fuß möchte hoch, das Bein möchte strecken. Lassen los und ziehen das Bein weiter ran, die Ferse. Und wieder anspannen, loslassen und weiter ranziehen. Und nochmal anspannen, loslassen und weiter ranziehen. Und noch einmal anspannen, loslassen und weiter ranziehen. Und schön atmen. Tief ein, tief aus. Und langsam wieder rauskommen.